1947 haben sich im ehemaligen Munitionslager mit Holz mehrere große Explosionen ereignet. Im Dorf haben 9 Menschen durch das Unglück ihr Leben verloren. Dutzende Häuser wurden beschädigt oder komplett zerstört. Noch heute befinden sich bis zu 3500 Tonnen an nicht geräumter Munition im Berg. Wegen den Bränden und Explosionen besteht eine sehr große Schadstoffbelastung. Ein Pulverfass. Die Risikoanalyse zeigt auf, dass sich eine erneute Explosion nicht ausschließen lässt. Mein Name ist Adrian Götschi, ich bin Projektleiter mit Holz und arbeite im Generalsekretariat des VBS. Zusammen mit einem großen Team an Fachspezialistinnen und Fachspezialisten sorge ich dafür, dass die Munition und die Schadstoffe beseitigt werden und ein sicheres Leben in mit Holz wieder möglich wird. Die Räumung der Munition ist ein Generationenprojekt. Die Arbeiten werden uns mehr als 20 Jahre beschäftigen. Viele Familien in mit Holz sind vom Projekt betroffen, viele Schicksale sind damit verbunden.